Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Schneider. Ich bin Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der SPD im Kreis Wesel. Und ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben, am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. 299 Damen und Herren kandidieren für das größte Parlament in Deutschland. Drei davon auch im Kreis Wesel. Und vielleicht habt ihr sie jetzt schon kennengelernt, den Dirk Vöpel, den Rainer Keller und den Jan Dieren. Einen dieser drei Kandidaten dürft ihr am 26. September wählen, wenn ihr im entsprechenden Wahlkreis wohnt. Ob das der Fall ist, könnt ihr unter diesem Link hier direkt mal checken. Und ihr müsst 18 Jahre alt sein und ihr müsst den deutschen Pass im Portemonnaie haben. Da könnt ihr gleich mal nachgucken, ob das so ist. Nachdem wir also geklärt haben, wer wählen darf, klären wir jetzt mal die Frage, wen man überhaupt wählen soll. Und da höre ich immer wieder die Klage, man kann da keinen von denen da oben wählen. Da sage ich euch, das ist totaler Quatsch. Die Auswahl, die ihr habt, ist riesig, weil in jedem Wahlkreis zig Kandidatinnen und Kandidaten am Start stehen, ja, die nicht nur äußerlich vollkommen unterschiedlich sind, die stehen auch für völlig unterschiedliche Sachen. Aber klar, eine Bundestagswahl ist nicht so wie die Wahl an der Eistheke, wo ich mich entscheiden kann zwischen Vanille, Bärlauch, Erdbeere oder weiß der Geier, was für Eissorten, was für Abwege und da genau meinen Geschmack treffen kann. Eine Bundestagswahl ist etwas anders, weil keine der Parteien alle eure Geschmackswünsche erfüllen können wird. Von Innen- und Außenpolitik, von Umweltpolitik, Sicherheitspolitik. Das funktioniert halt nicht. Deswegen sucht euch die Kombination aus, die euch am nächsten kommt. Und welche das ist, das könnt ihr am besten erfahren, indem ihr euch durch den Wahlomaten klickt. Nachdem wir geklärt haben, wer wählen darf, was gewählt wird und dass ihr selbstverständlich am 26. September 2021 zur Bundestagswahl geht, rede ich jetzt darüber, wie ihr das Ganze bewerkstelligt. Und ganz ehrlich, wenn ihr vorher klar habt, wen oder was ihr wählen wollt, dann ist das Ganze in der Wahlkabine ganz schön einfach. Vorneweg, bei der Bundestagswahl hat man zwei Stimmen. Die Erststimme und die Zweitstimme. Wer hätte das gedacht? Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten aus dem Wahlkreis oder eine Kandidatin. Im Kreis Wesel also entweder Dirk Vöpel, Jan Dieren oder Rainer Keller. Wer das im Einzelnen ist, habe ich euch schon erklärt, wo ihr das rausfinden könnt. Und ich verspreche euch auch, dass wir euch noch zigfach an die drei erinnern werden mit Plakaten auf Social Media und im Internet. Und wenn ihr euch dann mit der Erststimme für einen der Kandidaten entscheidet, da bekommt der den Job, der die meisten Stimmen hat. Er oder sie erhält also das Direktmandat. So kommen insgesamt 299 Menschen in den Bundestag. Und über das Prinzip der Erststimme wird so sichergestellt, dass jede Region auch im Bundestag am Ende vertreten ist und keiner leer ausgeht. Die Zweitstimme ist trotz ihres Namens wichtiger sogar noch als die Erststimme, denn mit ihr wählt ihr die Partei und somit die Landesliste im jeweiligen Bundesland, also in unserem Fall für Nordrhein-Westfalen. Deshalb entscheidet diese Zweitstimme über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, wie viele also dieser 600 Sitze im Bundestag einer Partei zustehen. Die Prozentzahlen, die man am Wahlabend also immer sieht, bilden genau diese Zweitstimme ab. Man nennt sie übrigens auch die Kanzlerinnenstimme oder die Kanzlerstimme, denn damit entscheidet ihr euch für einen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, also in meinem Fall für Olaf Scholz. Kommen wir zum Schluss zu den häufig gemachten Fehlern und Missverständnissen. Eigentlich ist es nur ein Missverständnis, nämlich das, dass man glaubt, bei den zwei Stimmen immer die gleiche Partei wählen zu müssen. Also den Direktkandidaten der einen Partei und dann muss auch die Zweitstimme für die gleiche Partei abgegeben werden. Und das ist nicht so. Ihr habt die freie Wahl. Ihr könnt jeden der Direktkandidatinnen und Kandidaten wählen und egal welche Partei er oder sie angehört, könnt ihr die Zweitstimme für eine völlig andere Partei abgeben. Wie gesagt, das ist ja die Kanzlerinnenstimme. Dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, verrät mir, dass ihr von mir wissen wollt, wen ich empfehle für die Wahl am 26. September. Überraschung, die CDU. Nein, Quatsch. Natürlich wählt die SPD und es gibt tausend gute Gründe. Ihr werdet jetzt sagen, spinnt der Alte da? Nein, schaut euch doch mal bitte die Performance der letzten 4 Jahre dieser Bundesregierung an. Da war viel Gutes dabei. Und ich wette mit euch, wenn ihr dahinter schaut, jedes Mal, wenn was Gutes dabei war, hat auch irgendwie einer von der SPD mit die Finger im Spiel gehabt. Ernsthaft, Freunde. Immer wenn nichts gelaufen ist, dann war es auch mit Sicherheit jemand von der... Nee, sage ich jetzt nicht. Sind ja Mitbewerber. Also, SPD hat viel Gutes gemacht und wir haben noch viel Gutes vor. Und da verlinke ich euch hier jetzt mal das Wahlprogramm der SPD. Schaut da mal rein. Wir haben uns ja eben drüber unterhalten, über die Eistheke, wo es viele schöne Geschmacksrichtungen gibt.
Wir werden nicht alle für euch im Programm haben, aber ich wette mit euch, dass ihr viel Übereinstimmung mit dem findet, was euch am Herzen liegt. Und wenn das so ist, hört auf mich. 26. September, zweimal SPD wählen. Ganz in diesem Sinne, bis dann.